Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Emu Tarkov. Wir schreiben Folge Nummer 199 und deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm, es ist vielleicht langsam mal Zeit, das Format dann auch enden zu lassen. Und deswegen werden wir noch diese und eine finale Folge machen. Und in dieser Folge bringt uns unser Abenteuer wieder in die Map Labs. Habt ihr ja gerade schon im Hintergrund gesehen. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was zum Ballern am Stisseln. Ich habe keinerlei Ersatzmunition am Start. Aber ballern kann ich auf jeden Fall trotzdem ordentlich. Ich zeige euch auch warum. Denn ich habe hier noch 6 Ersatzmagazine plus das macht 7. Und 7 mal 60 sind nach Adam Riese 420, glaube ich. Oder? 6 mal 7? Ja, 420, ne? Ja, klar. Und ja, ich habe auf jeden Fall auch hier alles an Karten und Schlüssel, die man brauchen kann für diese Map, habe ich mir jetzt eingepackt. War ein teures Investment. Glaube ich, 40 Millionen gekostet oder so. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen rumholzen. Falls ich zu früh sterben sollte, werden wir nochmal reingehen. Alles gar kein Problem. Ich bin da, ich habe Zeit. Und ja, für die finale Folge habe ich mir auf jeden Fall ebenfalls was richtig Schönes einfallen lassen. Etwas, was ich ja schon mal gesagt habe, was ich auf jeden Fall testen möchte. Ich habe mir nämlich jetzt noch eine weitere Mod runtergeladen. Und mit dieser Mod können wir auf jeder Map, die dort als True hinterlegt ist, können wir jeden Scav-Boss spawnen lassen. Und das heißt für mich, wir werden auf jeden Fall in der letzten Folge Minimum ein, vielleicht sogar zwei Factory Runs machen, weil dort alle Bosse spawnen werden, also jeder einzelne. Und wir schauen mal, wie lustig oder belastend das dann am Ende des Tages wird. Und ja, ich bin auf jeden Fall echt schon gespannt drauf. Ich muss jetzt erstmal mich hier zurechtfinden. Wir sind ja auf jeden Fall jetzt gerade im Untergrund. Ah, okay. Ja. Hier kommen wir zu den anderen Dudes. Deswegen, wir werden auch nicht mehr wirklich looten. Diese ganzen Quests, die jetzt noch offen sind, muss ich gleich nochmal schauen, aber ich glaube, da war jetzt nichts mehr bei, wo man sagen muss, oh, das muss man auf jeden Fall irgendwie gesehen haben oder so ein Scheiß. Was ich auf jeden Fall möchte, dass ihr das noch seht, ist, man kann ja hier in dem Spiel Bunny hoppen. Und das habe ich jetzt erst vor kurzem erfahren. Aber nicht so Bunnyhoppen, wie man das jetzt aus Spielen wie CS kennt, sondern man kann halt einfach, wenn man mit dem linken Bein abspringt, springt man weiter als mit dem rechten. Und wenn man das halt richtig timet, dann kommt man halt richtig weit vor. Und das will ich jetzt mal testen. Okay, das war auf jeden Fall das falsche Bein. Das hat sich, glaube ich, wieder falsch angefühlt. Oder die haben das halt inzwischen ein bisschen genervt. Das ist natürlich auch möglich. Hier hoch. Und wir kacken auch auf leise treten. Wir machen jetzt hier Action. So, hier ist Kehlenschwanz drin. Achso, ja, hier.
try. Oh Mann, jetzt muss ich jede einzelne probieren. Okay, die nicht. Yellow. Ja, leckt mich doch am Popo. Okay, verstehe ich jetzt eventuell nicht. Ist wahrscheinlich eh nichts drin. Hier ist wahrscheinlich auch nicht viel drin. Komme ich in die eine Tür nicht rein? Okay. Ja, meine Zeit, hier ist ja richtig viel Party. Ach scheiße, der passt nicht, der Silencer. Ja. Aha, ich da gerade was gehört? Ne. Können wir mal hier reingucken? Ja, okay, hier ist jetzt nicht irgendwie speziell cooler Kram drin oder so. Machen wir eben die Lichter hier aus. Dass das hier nicht aufgeht, das nervt mich ein bisschen. Ich dachte, ich hätte jetzt alle. Naja, komm, ich durchsuche jetzt hier nicht wirklich jeden Scheiß wieder. Ich will auf jeden Fall auch in den Raum mit der Medizin. Es wieder, ne? So eine scheiß Stille, Alter. Ich trau dieser Rotzstille nicht. Überhaupt nicht. Hier merken wir, dass das leicht verbuggt ist, weil normalerweise auf dem Tisch was spawnt. Sei es einfach irgendwelche scheiß Handgriffe. Ich traue dem Braten nicht.
Aber hier in dem Raum liegen sonst halt auch ultra viele Sachen auf dem Tisch rum. Error. Ah. Das glaube ich auch. Alusplint. Jetzt, der ganze Raum ist voller Metz und du willst mir erzählen. Dass ich lediglich einen Alu-Splint bekomme. Ja, natürlich. Das ist schon mal gut. Was soll ich sagen, ne? It is wie das. Scheiße. So, hier das nochmal so. Und jetzt irgendwie alt, dann kann man. Ne. Nee, Shift war das, ne? Ne, das war ja normal. Womit konnte man dann nochmal. Konnte doch hier ultra kranken Winkel sogar noch halten. Also nicht nur so. Steuerung? Ne, da wechselt ja das Scope, ne? Keine Ahnung. Weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ach ja. Da haben wir noch mal einen richtig ultra spannenden Run hier auf Labs. Meine Zeit ist das spannend. Könnt ihr es auch fühlen, diese Spannung? Lass doch wenigstens mal irgendwelche PMCs oder das Gas spawnen. Da kann man hier wenigstens ein bisschen rumballern, dann lohnt sich das auch. Den brauche ich nicht mehr für eine Quest, ne? Ne, den hatte ich ja nochmal gefunden gehabt. Aber was juckt mich eigentlich jetzt noch Quests? Restore power of the elevators. Hm. Können ja nochmal probieren mit dem. Ah, habt ihr gesehen? Alter, da war er. Da war er doch. Da war er. Da gesehen, ne? Wie krass. Okay. Ist da oben so ein krasser Windzug, Alter. Wer furzt denn da rum, ja? Gehen wir nochmal in den Untergrund. Weil hier hat ja scheinbar keiner Lust zu schießen. Ist doch nicht, was hier los ist, ja? Ja, aber da war, wie gesagt, der Sprung.
wenn man das halt richtig timet. Dann easy. Ist ja gar nichts los. Was ist denn hier? Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Ja, gar nichts halt, ne? Oh, fühlt ihr diese Spannung, ja. So, jetzt habe ich auf jeden Fall dafür gesorgt, dass mal hier welche spawnen. Okay, also durch Spam ist es nicht. Durch Spam ist es nicht, dann ist es halt wirklich immer an der richtigen Stelle. Ja, Gesundheit. Das Timing, Alter. Das habe ich halt überhaupt noch gar nicht. Aber jetzt bin ich doch gesprungen, als der mit dem rechten gesprungen ist, oder nicht? Mit dem linken. Das muss ich auf jeden Fall nochmal üben. So, was ist denn jetzt hier? Ich will mal shooten. Ach so. Die habe ich doch gerade betätigt. Ja, ne? Drücki, drücki. Kann ich nicht mehr drücki, drücki? Oder ist das falsche drücki, drücki? Data Core. Mhm. Sehr interessant. Ich bin auf der Suche nach PMCs. Oder von mir aus, aus Gaps. Leider finde ich hier keinen Schwanz. Und das finde ich Trash. Ha. Jetzt war es schon besser, ne? Habt ihr gesehen. Och, Euda. Ihr seid ja übel am Nerven. Hallo. Ich bin da. Wo seid ihr?
Ey, Jungs, könnt ihr jetzt eventuell mal kommen? Mir ist hier ultra langweilig wegen euch. Let's go. Wartet, Freunde. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Oh Gott. Hallo, wo seid ihr? Ey, Junge, das kann doch nicht sein. Von da kam ich ja vorhin. Freunde. Freunde. Ey, können wir jetzt vielleicht mal hier ein bisschen Spannung reinbringen? Was mit euch? Warte mal, hatte ich die Türen wieder zugemacht? Naja, ne, ich bin einfach nur rausgegangen. Ah ja, ich bin einfach nur rausgegangen. Ey, ihr Spacken. Ah! Hallo, beruhigst du dich jetzt mal? Na, so mal nicht, junger Freund, ja? Das hätte ja klappen können. Ja, keine Ahnung. Labs ist nicht so meins, Alter. Aber ja, wir haben auf jeden Fall jetzt nochmal. Aber das waren auf jeden Fall PMCs, ja. Die waren dafür viel zu gut ausgestattet, um normales Guest zu sein. Gut, Leute, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt nochmal kurz gemeinsam auf die Tasks. Ob davon irgendwas Spannendes wäre. Was? Okay, warte. Das muss ich gleich lesen. So. Character. Tasks. Das können wir uns gleich mal eben abholen. So. Ja, wie gesagt, ich kann im Prinzip auch einfach mal den ganzen Scheiß auf fertig setzen. Und dann gucken wir, ob da noch irgendwas kommen würde. Beziehungsweise ich guck mal, ob ich nicht alle einfach auf Start machen kann. Das Strange ist hier Colleagues Part 3. Da. Da stand doch vorher sonst immer von wegen, dass man Killer nicht, dass man Sanita nicht töten darf. Aber das steht da irgendwie nicht mehr. Vielleicht steht es auch im Text. Aber ich meine, das stand da trotzdem nochmal. Und ja. Ich sage, keine Ahnung, ob das überhaupt interessant wäre, genauso wie das.
Keine Ahnung. Deswegen. Ich werde zwischen der nächsten Folge und dieser einfach mal gucken. Und ja, dann werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge erfahren, ob da noch was Spannendes kommt oder halt nicht. Und dann werden wir mal auf Factory gehen und werden mal ein bisschen rumballern und gucken, ob alle Scarf-Bosse da sind. Das wird auf jeden Fall ein Schießfestival mit den Boys. Mal gucken, wer zuerst stirbt, ich oder die. Gut, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, bin ich raus für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann geht es auf ins große Finale, die letzte Folge Emu Tarkov. Und ja, bis dahin, haut rein. Cheerio!